Ein Riese aus Stahl und Beton. Kein anderes Gebäude bestimmt so wie er die Silhouette von Leipzig. 1968. Die Menschen haben die dramatische Sprengung ihrer Paulinerkirche noch nicht verwunden, als nur wenige Meter daneben ein Haus emporwächst. Es soll das neue Wahrzeichen der Stadt werden. Da war dann der Kulturschock für mich. Also ich musste dann an der Fassade arbeiten für dieses Haus. Und das Haus hatte also so eine sonderbare Zipfelmütze, was ich also an meiner Uni, in meinem Studium überhaupt nicht, kam solche Häuser nicht vor. Ein 142 Meter hoher Turm für die Universität. Und ganz oben ein spektakuläres Restaurant. Messegäste, Stasi-Spitzel, ganz normale Leipziger. Alle genießen sie hier den grandiosen Ausblick. Wir haben auch sehr viele Sonderveranstaltungen gemacht. Da waren immer ein paar nackte Damen am Gesetz vorbei. Und der Laden war voll. Ein Krokodil wollten wir mal hochholen. Das ging aber nicht in Öffzug rein. Da hatten wir Schwierigkeiten. Das biss um sich. Eine Landmarke, die mehr ist als nur ein Gebäude, sondern auch ein Spiegel der einschneidenden Veränderungen in einer Stadt und im ganzen Land. Nach der Wende hat man dann plötzlich versucht, alles, was in der DDR gebaut wurde, auch das, was ordentlich war, möglichst klein zu reden oder auch physisch klein zu machen. Insofern ist es nicht selbstverständlich, dass der Turm überlebt hat. Weisheitszahn, Uniriese, sogar Kaderabschussrampe oder doch City-Hochhaus. Alles Namen, die für eine wechselvolle Vergangenheit stehen. Um den Leipziger Giganten ranken sich viele Geschichten. Sie handeln von großen Visionen, schmerzhaften Enttäuschungen, aber auch von neuen Herausforderungen. Der Arbeitstag von Hausmeister Volker Krüger beginnt tief unter der Erde. In den Kellergängen von Leipzigs Riesen. Später wird er 34 Stockwerke höher über den Dächern der Stadt enden. Volker Krüger ist so eng mit dem Turm verbunden wie sonst kaum jemand. Ich glaube nicht, dass es Ecken gibt, die ich nicht kenne. Im alten Jahr, ich bin jetzt 15 Jahre hier im Gebäude, ich glaube, da kennt man wirklich jede Ecke. Das bleibt nicht aus und das sollte man auch können. Ne? Ein gewissen Stolz ist da natürlich auch schon dabei. Das Hochhaus war im Prinzip schon immer ein Wahrzeichen von Leipzig. Man kannte es von früher, von allen möglichen Filmreportagen. Das höchste Gebäude Sachsens. Ein Haus der Superlative. Und Volker Krüger ist Herr aller Schlüssel, Schalter, Fahrstühle, Fenster und Maschinen. Er ist verantwortlich, dass alles funktioniert. Das ist unser Notstromaggregat. Man könnte damit sicherlich auch ein kleines Schiff betreiben. Ich bemühe mich eigentlich, viele Treppen zu gehen. Das sind vom Erdgeschoss bis zur Aussichtsplattform rund 700 Stufen. Ab und zu mache ich das für mich, um auch mal das Treppenhaus nochmal abzugehen. Leipzigs Riese steht im Zentrum auf dem Augustusplatz, der sich im vergangenen Jahrhundert dramatisch verändert hat. Er gilt als einer der schönsten Plätze Deutschlands. Doch bei einem Bombenangriff 1943 werden die meisten Bauten zerstört. Einzig die Paulinerkirche übersteht den Krieg nahezu unbeschadet. Cornelius Weiß kommt Mitte der 50er Jahre nach Leipzig. Der Sohn eines Atomphysikers hat seine Jugend in Lagern in der Sowjetunion verbracht. Hier auf dem Augustusplatz fühlt er sich zum ersten Mal wieder in der Heimat angekommen. Hier drüben, das war alles Ruinen. Außer der Paulinerkirche, die war durch einen glücklichen Zufall erhalten geblieben. Und da habe ich auch den ersten Abend in Deutschland erlebt, in dieser Paulinerkirche, Johannes Passion von Johann Sebastian Bach. Das war die Heimkehr. Doch dieses Stück Heimat soll abgerissen werden. Es gab immer wieder Gerüchte, die ich haltlos fand, aber die offenbar doch einen realen Hintergrund hatten. Denn 68 plötzlich wurde ja dann diese Diskussion richtig akut. Walter Ulbricht soll gesagt haben, die Kirche muss weg oder das Ding muss weg.
Auf dem Karl-Marx-Platz, wie der Augustusplatz inzwischen heißt, soll kein Gotteshaus mehr stehen. Allen Protestaktionen zum Trotz. Und am 30. Mai vormittags um 10 Uhr, glaube ich, wurde die Kirche tatsächlich in die Luft gesprengt. Das war ein ziemlich schreckliches Erlebnis. Ziemlich pünktlich erscholl plötzlich ein lauter Knall. Dann neigte sie sich langsam zur Seite und dann brach die Kirche in einer riesigen Staubwolke zusammen. Ich hatte das Gefühl, als hätte man mit Absicht einen nahen Verwandten umgebracht. Ich war richtig traurig. Die Leipziger stehen unter Schock. Sie haben eines der wichtigsten Wahrzeichen ihrer Stadt verloren. Der Platz soll jetzt ein neues, modernes Aussehen bekommen, nach sozialistischem Vorbild und mit einer neuen Landmarke. Die Universität braucht dringend neue Gebäude. Nun soll dort, wo gerade noch die Paulinerkirche stand, ein funktioneller Zweckbau entstehen und daneben ein Hochhaus mit Seminarräumen. Cornelius Weiß hat die Sprengung seiner geliebten Kirche noch nicht verwunden, als ausgerechnet er in die Stabsgruppe Neubau berufen wird. Der Chemiedozent soll Einfluss auf die Gebäude nehmen, die nun die Lücken auf dem Karl-Marx-Platz schließen werden. In der Planung war vorgesehen, dass anstelle der alten Universitätskirche und des daneben stehenden ausgebrannten Hauptgebäudes der alten Universität ein Neubau errichtet werden sollte. Ich fand das im Vergleich zu dem, was vorher stand, nicht gerade besonders schön und gelungen. Es war auch kein architektonisches Kleinod, was dort gebaut wurde. Mit einer Ausnahme. Den Turm fand ich von Anfang an hochinteressant in seiner Bauweise, moderne industrielle Bauweise und trotzdem in gewisser Weise ästhetisch. Die Planung wird keinem Geringeren als Hermann Henselmann übertragen. Der Star-Architekt soll gegen den Abriss der Kirche gewesen sein. Doch die Pläne für eine groß angelegte Neubebauung des Platzes geben ihm Spielraum, um seine Ideen zu verwirklichen. Henselmann gilt als Visionär. Er hatte bereits zentrale Gebäude der Berliner Stalinallee erschaffen und mit dem Entwurf für den Fernsehturm Berühmtheit erlangt. Er ist ein Vorbild, auch für Wolf Eisentraut. Ende der 60er Jahre wird der junge Architekt aus Sachsen in die Experimentalwerkstatt von Henselmann berufen. Wolf Eisentraut soll an einem Entwurf für das neue Leipziger Wahrzeichen mitarbeiten. Und der entsteht nicht in Leipzig, sondern in einer Sporthalle in der ehemaligen Berliner Stalinallee. Wo jetzt das Wohnhaus ist, stand die Deutsche Sporthalle, die 1951 gebaut worden ist. Und 1968 haben wir in dieser Sporthalle im Foyer professorisch gearbeitet. Die Halle war rund und das Foyer umschloss diese Halle so. Und dort standen dann quasi radial unsere Zeichenblätter. Und möglicherweise hat das einen Einfluss auf die Form des Hauses gehabt. Das ist ja auch nicht ganz gerade, es sind ja auch runde Formen. Ein Gebäude für Leipzig soll entstehen, das alle staunen lässt. Henselmann schafft es immer wieder, andere mit seinen ungewöhnlichen Ideen zu beeindrucken. Die Machthaber und die eigenen Mitstreiter. Da war dann der zweite Kulturschock für mich. Also ich musste dann an der Fassade arbeiten für dieses Haus. Und das Haus hatte also so eine sonderbare Zipfelmütze, was ich also an meiner Uni, in meinem Studium überhaupt nicht, kam solche Häuser nicht vor. Und da musste ich mich auch erstmal daran gewöhnen. Für Wolf Eisentraut beginnt eine aufregende, aber anstrengende Zeit. Wochenlang arbeitet das Team von Architekten Tag und Nacht an den Entwürfen. Und da ist also dann eine
sehr, sehr filigran gegliederte, vertikal gegliederte Fassade rausgekommen. Die habe ich vielleicht 40 Mal gezeichnet, bis die richtig gepasst hat. Ja? Und 39 Mal hat er sie weggeworfen. Ne? So, und die ist dann ja im Prinzip auch so gebaut worden mit solchen Metalllamellen. In rasendem Tempo, jede Woche eine weitere Etage, wächst das neue Wahrzeichen Leipzigs heran. Das neue Hochhaus kann man von überall sehen. Die Form ist schon zu erkennen. Es wirkt wie ein gigantisches, aufgeschlagenes Buch. Hausmeister Volker Krüger ist begeistert von dem Gebäude, dessen spektakuläre äußere Form auch innen jeden Flur und jeden Raum bestimmt. Manche sagen, es ist wie ein aufgeschlagenes Buch. Man erkennt es auch, wenn man durchs Gebäude läuft. Man sieht das in diesem Falle, dass er leicht nach links abneigt und die leichten Kurvenreihe drin ist. Und das ist halt praktisch wie so ein Buchrücken, der auch, wenn er aufgeschlagen ist, eventuell, so kann man sich was vorstellen, leicht gewölbt. Und man hat selten rechte Winkel als Raum gesehen. Und dadurch kommt das immer wieder zum Vorschein. Noch im Jahr 1968 wird der Grundstein gelegt. Was dann entsteht, hat Leipzig noch nicht gesehen. Nicht nur Form und Höhe, sondern auch die Bauweise ist einmalig. Der Gigant wird nach und nach aus Beton gegossen. Bisher wurde diese sogenannte Gleitbautechnologie nur für Schornsteine angewendet. Ich konnte auch dann recht früh schon, zum Beispiel hier in den Uniturm, als er noch im Bau war, zur Besichtigung, da fuhr man an einem Fahrstuhl hoch, der an der Außenwand befestigt war, eine Art Drahtkäfig. Also der ruckelte und wackelte, war recht abenteuerlich, aber auch interessant. Die DDR feiert das Bauprojekt als Meisterwerk des Sozialismus. Wir sind stolz drauf, dieses Gebäude zum 20. Jahrestag unserer Republik auf den Geburtstagstisch gelegt zu haben. Wir sind jetzt dabei, zum Wettbewerb zum 100. Geburtstag von Wladimir Ilyich Lenin eine neue Technologie des Deckeneinbaus zu erarbeiten, welche aussagt, anstatt der 7-Tage-Technologie 5 Tage für eine Decke zu benötigen. Am Karl-Marx-Platz ist ein neues Wahrzeichen entstanden für die Universität und die Stadt Leipzig. Das war schon klare Entwurfsabsicht, eine künstlerische Aussage zu treffen, die sich einprägt für die Leute und sagt, hier ist der Mittelpunkt von Leipzig. Ja. Meter, 34 Stockwerke. Bei seiner Eröffnung ist es das höchste Haus in beiden deutschen Staaten. Und damit sorgt es für große Herausforderungen. Damals wie heute. Zweimal im Jahr müssen sämtliche Fenster und die Fassade geputzt werden. Ein Job für den Hausmeister? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht schwindelfrei. Deshalb überlässt Volker Krüger diese Arbeit lieber den schwindelfreien Profis. Wenn die Fensterputzer anrücken, steigt er nur ganz selten mit in die Gondel. Es ist erstmal eine Überwindung, wirklich über die Dachkante zu kommen. Wenn man dann erstmal an der Fassade ist, funktioniert das. Aber wo ich definitiv nicht mitfahre, ist die ganz große Spitze. Und dann, das mache ich nicht. Risiken geht Volker Krüger nicht ein. Auch nicht bei einem der 8 Fahrstühle. Jede Kabine hängt an 7 dicken Stahlseilen. Eigentlich würde jeweils 1 ausreichen, aber sicher ist sicher. Vom Erdgeschoss bis ins 29. dauert das ca. 30 Sekunden. Mit Tür auf, Bremsphase, Beschleunigungsphase, das dauert 30 Sekunden. Und der Schacht ist ungefähr 120 Meter lang. Früher sorgte die Technik hier allerdings nicht gerade für Begeisterung. Cornelius Weiß ist seit langem das erste Mal wieder im Hochhaus. Erinnerungen werden wach. Zu DDR-Zeiten hatten wir hier Fahrstühle, die relativ langsam gingen.
da alle Etagen belegt waren mit relativ vielen Leuten, wollte in jeder Etage jemand entweder aussteigen oder einsteigen. Das heißt, der Fahrstuhl fuhr langsam, hielt an, Sicherheitspause, bis die Tür aufgeht. Dann stieg jemand ein oder aus, Sicherheitspause, bis die Tür wieder zuging. Dann fuhr er wieder ein Stockwerk hoch. Also wenn man Pech hatte, fuhr man 20 Minuten. Oder wartete unten schon 20, dann waren es insgesamt 40, vor allem zur Mittagszeit. Hier gab es aber in jedem Stockwerk Seminarräume. Hier, das ist so ein Seminarraum. Die hatten dann eine ganze Fensterzeile, haben sie heute noch. Und da passten dann so 30, 40 Leute rein. Dann auch die Tatsache, dass man die Fenster nicht öffnen konnte. Man war also angewiesen immer auf diese sterile Belüftung. Das machte den Turm etwas unbeliebt. Immer wieder wird das neue Wahrzeichen kritisiert. Schuld daran ist nicht nur die Technik, sondern auch der Standort selbst. Ein Neubau thront dort, wo einst die traditionsreiche Paulinerkirche gestanden hat. Viele schmerzt das immer noch. Und so werden auch mit dem benachbarten Universitätshochhaus, wie es ganz offiziell genannt wird, viele Leipziger zunächst nicht so richtig warm. Allmählich aber gewöhnten sich die Leute daran. Und dann gab es ja auch Spitznamen, teils offiziell vorgeschlagene. Unser Uni-Riese oder Gelehrtensprungschanze wurde auch nicht von der Bevölkerung akzeptiert. Aber Weisheitszahn ging noch. Und dann gewöhnten sich die Leute dran, einfach vom Uni-Hochhaus oder Uni-Riesen zu reden. Dass der Turm mit der Zeit immer mehr akzeptiert wird, liegt auch am Restaurant ganz oben. Wer unten ein Ticket ergattert hat, auf den wartet in der 27. und 28. Etage der goldene, grüne oder rote Salon. Norbert Hörig will hier Anfang der 70er Jahre als Kellner arbeiten, wird aber abgelehnt. Er hatte öffentlich die Stasi mit der Gestapo verglichen. Herr Hörig, nur die Besten fahren nach Moskau. Sie kommt da nicht in Frage. Mit Ihren Äußerungen in staatsfeindlichem Verhalten, Sie nicht. Und da ging dann 10 Jahre ins Land. Und inzwischen hatte ich mich sozusagen wieder hochgearbeitet. Und da kam ein Anruf: Norbert, du musst nur die Riesen übernehmen. Da habe ich ihm gesagt: Lache mal, Peter. Ich in Uniriesen, vor 10 Jahren habt ihr mich nicht als Kellner hochgelassen. Als Restaurantleiter bringt er ab 1982 Schwung ins Panorama-Café. Der Andrang ist groß. Zu Messezeiten darf nur mit D-Mark bezahlt werden. Doch Besucher aus dem Westen bevorzugen meist die großen Hotels. Deshalb versucht Norbert Hörig, die Messegäste ohne Westgeld anzulocken. Und da habe ich dann entschieden, Valuta weg. Wir machen ab heute Abend in Mark der Deutschen Demokratischen Republik. Das war ein Verstoß gegen einen Beschluss einer Regierung. Aber ich habe es einfach riskiert. Ich darf Sekt oder Selt. Entweder du schaffst den Laden oder du wirst sowieso so abgelöst oder so auch. Und das hat sich aber ausgezahlt. Norbert Hörig darf bleiben. Und das Restaurant macht jetzt auch zu Messezeiten guten Umsatz. Gelegentlich kommt es zu Unklarheiten bei der Bezahlung. Die löst der Chef aber ganz unkonventionell. Da bin ich an die Garderobe, hat mir einen Strauß Blumen, Rosen und Nelken. Bin zu den Damen hin. Meine Damen, Sie waren heute unser Gast. Sie sind der 1000. Besucher hier auf dem Uniriesen. Die Zeche übernimmt das Haus. Und der Kaffeemamsell hat gesagt, schreiben Sie hin, die Kaffeemaschine ist ausgelaufen, da machen wir noch gut. Und die Menschen kamen gerne her. Wir haben auch sehr viele Sonderveranstaltungen gemacht. Moulin Rouge in Salon Rouge. Da waren immer ein paar nackte Damen am Gesetz vorbei und der Laden war voll. Wir haben mit dem Zoodirektor Seifert, Dr. Seifert, hier oben Tiere gehabt, kleine Löwen. Ein Krokodil wollten wir mal hochholen, das ging aber nicht oft zu rein, da hatten wir Schwierigkeiten, das biss um sich. Das Café im Uniriesen ist gleichermaßen beliebt bei Stasi, Messegästen und ganz normalen Bürgern. Alle wollen sie von ganz oben den Ausblick über die Stadt genießen.
Und vom höchsten Gebäude Leipzigs hat Norbert Hörig schließlich auch einen ganz besonderen Blick auf die Dinge, die im Oktober 1989 unten in den Straßen vor sich gehen. Wir haben von oben geguckt, haben die Autos gesehen mit der Polizei, wir haben die Demonstranten gesehen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Hut ab vor diesem Akt, das ist einmalig in der Welt. Und Stasi-Mitarbeiter, die bisher immer nur zum Essen kamen, haben plötzlich ganz andere Anliegen. Ein Mitarbeiter der Sicherheit, wir nannten ihn nur Peter, wir kannten den Rücknamen nicht. Da legte mir einen Revolver und ich sage, behalte den, hier oben passiert nichts. Und der hatte dann, die hatten dann solche Angst, die wollten ihre Waffen loswerden. Die Menschen auf der Straße aber demonstrieren friedlich. Als schließlich die Mauer fällt, liegt sich ein ganzes Land in den Armen. Doch die politischen Veränderungen bringen auch eine ungewisse Zukunft mit sich. Nicht nur für die Menschen in der DDR, auch für den alten Uniriesen, der bald nicht nur seinen Namen verliert. Im Restaurant hofft Norbert Hörig, dass es weitergeht. Das Panorama-Café stellt sich auf die neue Zeit ein. Mit neuen Karten und neuen Preisen. Wir dachten, wenn der westdeutsche neue Chef kommt, dass wir das alles übergeben mussten. Die Stühle gezählt, alles. Aber das war alles unnütz. Das wurde weg in den Container. Es wurde alles nicht mehr beachtet. Es war nicht mehr gewollt. 1991 wird das Restaurant geschlossen. Der Turm gilt nun als Symbol des untergegangenen Sozialismus. Wie groß die Ablehnung tatsächlich ist, merkt Cornelius Weiß, als er nach der Wende Rektor der Uni Leipzig wird. Da hat man dann plötzlich versucht, alles, was in der DDR gebaut wurde, auch das, was ordentlich war, möglichst klein zu reden oder auch physisch klein zu machen. Insofern ist es nicht selbstverständlich, dass der Turm überlebt hat. Der absurdeste Vorschlag, der mir zu Ohren gekommen war, das war, ihn, den Turm einseitig so zu sprengen, dass er umkippt. Und dann gleich als Denkmal der Niederlage des DDR-Sozialismus betrachtet werden könne. Das waren übrigens ganz selten leidtragende Opfer gewesen. Nein, das waren die klassischen Mitläufer, nicht, die es immer schon gewusst haben. Cornelius Weiß muss in diesen Jahren die Universität komplett umstrukturieren, viele Mitarbeiter entlassen. Die Frage, was mit dem Turm passieren soll, hält er deshalb zunächst für nebensächlich. Ein Fehler, denn das Hochhaus gehört seit der Wiedervereinigung dem Freistaat Sachsen und der will es zu Geld machen. Da aber inzwischen ein Sinneswandel an der Universität eingetreten war, wir waren uns bewusst geworden, erstens, was der Wert einer Immobilie ist. Zweitens, dass wir hier eine Landmarke haben mit hohem Werbewirksamkeit für die Universität. Die Menschen, die hier arbeiteten, die wollten das nicht. Die haben Petitionen geschrieben an mich, an das Rektorat. Die Uni will ihren Riesen behalten. Doch das Land Sachsen hält am Verkauf fest. Ich wurde noch mal vom Minister um meine Zustimmung zum Verkauf gebeten. Das war 3 Tage vor Weihnachten, habe ich abgelehnt. Und dachte mir, wenn ich es abgelehnt habe, jetzt ist erst mal über Weihnachten Ruhe. Ja, und als ich nach Weihnachten die erste Leipziger Volkszeitung bekam, stand drin, dass noch vor Weihnachten die Stadt ohne Zustimmung der Uni den Turm verkauft hatte. Und wir hatten gar nichts mehr. Der Turm gehört nun einer Bank. Auch ein Kampf vor Gericht kann das nicht mehr rückgängig machen. 1998 nimmt die Uni Abschied und feiert ihren Riesen ein letztes Mal. Ende der 90er Jahre ändert sich alles im Hochhaus. Die Uni ist raus und Spitznamen wie Uniriese oder Weisheitszahn sind eigentlich hinfällig. Doch genau die haben die Leipziger inzwischen lieb gewonnen und nennen ihren Turm oft bis heute so.
Der geläufigste, den man auch aus der Bevölkerung nicht mehr rausbekommt, ist der Uniriese. Das ist der geläufigste Name. Einige sagen Weisheitszahn, MDR Tower, Panorama Tower, sagen auch einige. Der eigentliche Name ist ja City Hochhaus. Das ist der offizielle Name. City Hochhaus am Augustusplatz. Als Volker Krüger 1999 hier Hausmeister wird, ist das Hochhaus gerade wieder eine Baustelle. Bei der Sanierung wird die alte Fassade gegen Platten aus chinesischem Granit getauscht. Die Technik kommt auf den neuesten Stand. Das Gebäude ist nach dem Jentower in Jena immer noch das höchste Mitteldeutschlands. Inzwischen gehört es einer amerikanischen Investmentbank. Viele unterschiedliche Mieter sind eingezogen. Hier sind wir beim Mitteldeutschen Rundfunk. Der hat hier sein Domizil mit den ganzen Probenräumen. Auf dieser Ebene ist der Orchesterprobensaal mit dem verglasten Übergang zum Gewandhaus. In den ersten 5 Stockwerken und im Anbau probt der MDR Kinderchor. Auch das Sinfonieorchester bereitet sich hier auf seine Konzerte vor und empfängt regelmäßig Gastdirigenten aus der ganzen Welt. Yes, hola, hola. Nice to meet you. So, Grüße aus Finnland. Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben, unter anderem vorbei an Steuerberatern und Rechtsanwälten. Der 23. ist der Mieter EEX, das ist die Strombörse. Hier wird Strom gehandelt, der in Europa produziert wird. Die EEX ist einer der führenden Marktplätze. Und die Energiebörse findet Gefallen am alten Uniriesen. Inzwischen hat sie sich auf 5 Etagen eingemietet. Mehr als ein Jahrzehnt war Leipzigs höchste Gaststätte geschlossen. Seit 2002 wird im 29. Stock wieder gekocht und gebacken. Im Restaurant Panorama Tower. Die grandiose Aussicht beim Essen ist geblieben. Und auch die Speisen sind ausgesucht. Wie schon zu Zeiten von Norbert Hörig. Nackte Frauen und wilde Tiere kommen heute allerdings nicht mehr hier hoch. Ich freue mich über das schöne Restaurant. Ich freue mich, dass das erhalten ist. Und die Erinnerungen sind da. Da sehe ich meine Gaststätte, der Uniriesen, der mit mir als letzter der Mohikaner, als letzter Gaststättenchef in der DDR verbunden ist. Auch Wolf Eisentraut ist für immer mit dem Turm verbunden. Er hat als Architekt unzählige Häuser entworfen, vor und nach der Wende. Seine Karriere aber begann hier, am Uniriesen. Es ist aber schön zu sehen, dass nach so vielen Jahren ein Haus, auch wenn es so eine neue Tapete gekriegt hat, seine Dienste tut und in der Stadt seinen Platz einnimmt. Und wenn man da sagen kann, da habe ich früher ein wenig mit dran dazu beigetragen, dann ist das schon schön. Ja. Cornelius Weiß ist immer noch traurig, dass das Hochhaus nicht mehr zur Uni gehört. Doch wenn er im 31. Stock auf der Terrasse steht, schaut er gern auf die Stadt. Und freut sich, dass unten auf dem Augustusplatz das neu gebaute Paulinum heute an seine abgerissene Kirche erinnert. Der Leipziger Riese erlebte als stummer Zeuge politische Stürme und Umbrüche. Aber bei allen Veränderungen ist eins geblieben. Es ist das markanteste Wahrzeichen der Stadt. Und macht Leipzigs Silhouette in der ganzen Welt unverwechselbar. Ganz oben, im 34. Stockwerk, unter der Spitze, endet der Arbeitstag von Hausmeister Volker Krüger. Es ist für ihn der schönste Ort in seinem City-Hochhaus. Das ist mir definitiv ans Herz gewachsen. Man sagt mal so schön, es ist das Baby.